Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am Sonntag Misericordias Domini, dem zweiten Sonntag nach Ostern. Er wird auch der Sonntag vom guten Hirten genannt. Der Schreiber des Buches Jesus Sirach, das ist ein Werk, das nicht in allen Bibeln zu finden ist, fragt im heutigen Predigtabschnitt nach dem Leben des Menschen. Dort heißt es, die Zahl der Tage eines Menschen kann viele Jahre betragen. Vielleicht 100. Wie ein Tropfen Wasser im Meer und wie ein Körnlein Sand, so gering sind des Menschen Jahre gegen einen Tag der Ewigkeit. Darum hat der Herr Geduld mit ihnen und gießt seine Barmherzigkeit aus über sie. Die Barmherzigkeit eines Menschen gilt alleine seinem Nächsten, aber die Barmherzigkeit des Herrn gilt der ganzen Welt. Vielleicht 100 Jahre. Na, da habe ich mit meinen zarten 60 Jahren ja noch ein bisschen Zeit. Aber irgendwie hat sich doch mit dem Erreichen dieser Zahl 60 nachgerade unausrott und auch ununterdrückbar so manche lästige Frage eingeschlichen. Es ging zur Beerdigung. Es ist diese seltsame Gemengelage, die sicher auch so manch einer kennt. 60 Jahre sind's nun, 100 sind möglich, viele Jahre schon gelebt und von der Ewigkeit her ist das doch alles nichts. Also, was bleibt denn dann? Was ist der Mensch? Und noch mehr, was habe ich eigentlich getan? Ich blicke auf Privates, auf Familie und Freundschaften, auf manches Materielle und ich sehe meine Gemeinden, in denen ich gearbeitet habe. Was bleibt denn da? Was lasse ich zurück? Was ist mein Lebenswerk, wenn es nicht allzu vermessen ist, dieses große Wort dafür zu gebrauchen? Denn was bin ich? Was ist der Mensch vor der Ewigkeit, die Jesus Sirach hier im Munde führt? Er sieht, dass der Mensch für sich allein genommen nicht mehr wäre als nur ein Tropfen im Meer oder ein Körnchen Sand. Aber für ihn ist er vor allem auch ein Gesehener, ein Beschenkter. Für ihn ist der Mensch einer, der geliebt wird, ein Mensch, der auch von der Ewigkeit bleibt und der nicht einfach wie nichts ist. Denn wer glauben kann, so wie es Jesus Sirach tut, der weiß, die Barmherzigkeit des Herrn gilt der ganzen Welt, auch über die Ewigkeit hinaus, dem flüchtigsten Tropfen und dem kleinsten Sandkorn. Mein Beruf führt mich immer wieder in Gespräche zu diesem Thema, bei Abschieden am Sarg und oft auch bei Ehejubiläen. Die Themen berühren sich da. Was bleibt? Was haben wir geschafft? Was nehmen wir mit? Es berührt auch mich, denn es klingt oft so anders, als wir das heute kennen, und irgendwie zufriedener. Da höre ich dann vom Heranwachsen in großen Familien, oft mit mehreren Generationen, in noch wesentlich einfacheren Häusern, als wir heute leben, mehrere Generationen mit all den Konflikten, die das auch bedeuten kann. Aber es war immer genug für alle da, weil der Garten genug geliefert hatte. Da ging es ums Kennenlernen, weit entfernt von Datingplattformen heutigen Zuschnitts, bei Festen, im Verein, beim Tanzen in einem der umliegenden Dörfer, nicht in digitalen Medien, sondern im analogen Leben, Auge in Auge, nah. Und oft auch ganz schnell geklärt, nicht mit On-Off-Beziehungen. Nein, wir beide gehen unseren Weg weiter. Oder wir tun's nicht. Vieles war ein Wagnis. Ich staune, wenn ich höre, wie dann das eigene Haus gebaut wurde. Oft nur so viel, wie gerade Geld da war, keine Schulden machen, sondern warten, sparen, sich freuen, wenn da wieder etwas mehr möglich war, wenn es weitergehen konnte. Und immer wieder höre ich von Nachbarschaften, der offenen Tür, wo keiner fragen muss, ob er rein darf, sondern weiß, klar kannst du reinkommen, es gibt Tee, da ist Zeit. Ich höre vom Einkaufen, nicht schnell und zeitsparend, sondern als einem sozialen Ereignis, denn es galt in den Läden doch erstmal das Neueste zu erörtern,
Und am Ende dieser Geschichten, die ich da höre, steht in der Regel der Satz: Wir haben alles gehabt, wir sind dankbar. Das bleibt. Es bleibt auch im Blick auf die Worte Jesus Sirachs. Dankbarkeit, stille Freude, Genügen in dem, was ist, Ruhe, Zeit und Gemeinschaft. Nur Tropfen? Nur Körnlein? Nein, wohl eher ein ganzes Leben, hier flüchtig, aber vor Gott gesehen und vor Gott geliebt. Und da packt's mich dann doch, bin ich so dankbar wie diese Menschen? Wo doch heute so vieles mehr da ist, so vieles leichter sein kann und wohlständiger, bin ich zufrieden? Oder bin ich schlussendlich nur gehetzt im neuen Jahrzehnt meines Lebens angekommen und gehe genauso weiter? Und in Gesprächen merke ich, diese Frage stelle nicht nur ich. Und sie beunruhigt so manch einen und einige bewegt sie auch. Bewegt sie dazu, noch einmal genau hineinzusehen ins eigene Leben und vielleicht etwas zu ändern. Den schon länger gefühlten Satz so nicht mit Leben zu füllen. Der Erkenntnis, dass eben doch nicht alles mein Job ist, was man mir denn da verkaufen will, mit einem deutlichen Nein Ausdruck zu geben. Und manchmal schmeißt einer oder eine hin und ist erstmal raus und kommt ganz verändert wieder. Fantasterei oder doch eher ein Weg zur Zufriedenheit, zur Dankbarkeit, nostalgischer Blick zurück oder vielleicht doch auch Reflexion unserer Zeit? Jesus Sirach fragt genau danach. Was ist der Mensch im Blick auf die Ewigkeit? Was bleibt, was füllt sein Dasein mit Sinn? Was schenkt ihm den Frieden? Was lässt in ihm Liebe zu? Und was springt davon auch als Funken ins Leben der anderen Menschen? Wir sind ja nie nur Menschen für uns selbst, sondern immer auch im Blick auf andere. Wir kommen nur voran, indem wir uns bereichern am Lebensreichtum, am Erfahrungsschatz, an den Schönheiten und auch den Wunden der anderen, um daraus dann für uns selber zu lernen. Wir kommen nur weiter, wenn wir auch die Kulturen anderer Menschen und Länder mit Respekt betrachten, Sombreros und Saris der anderen ausprobieren und sehen, ob sie auch etwas für uns sein können. Wer das verbieten will, der muss heute so manch einen Scheiterhaufen errichten und die Müllhalden aufstocken, muss manche Gebäude abreißen und Kleidungsstücke wegwerfen. Denn dass wir Menschen sind, die wir sind, das kommt doch genau daher, kommt auch von Dreadlocks und auch durch Winnetou. Hören wir endlich auf mit diesem selbstgerechten Gequatsche und fragen lieber, worum es wirklich geht und gehen muss, was wirklich wichtig ist in dieser Zeit und Welt, was ist der Mensch? Etwa immer mehr und immer mehr? Warum muss alles skandinavisch uni und immer vom Neuesten sein? Warum muss alles Trends und Moden folgen? Und warum muss alles noch schneller laufen, dass man wie bei Germany's Next Topmodel ganz weit vorne landet und sein Bild dann auf Instagram bekommt oder von Mama Heidi selbst? Auch wenn nach heutigen Maßstäben hinten landet, das haben mir die Geschichten vieler Menschen gezeigt, kann zufrieden leben. Auch wer sich die Hände schmutzig macht, kann erfüllt leben. Und auch wer es wagt, ohne Abitur einen Beruf zu ergreifen, kann durchaus ein Mensch werden. Und auch wer sich erprobt am Fremden, mag am Ende doch selber sich besser bekannt werden. Jesus Sirach setzt zu all diesem die Gewissheit dazu, dass bei all diesen Fragen nach dem Leben einer mit dabei ist, der das große Ganze im Blick hat. Der weiß, dass der Mensch das alleine nicht hinbekommt, sondern einen anderen braucht, der dabei mit ihm geht und die Beschränkungen überwindet. Die Barmherzigkeit eines Menschen gilt allein seinem Nächsten, aber die Barmherzigkeit des Herrn gilt der ganzen Welt. Der alte Schreiber weiß, da ist einer, der in all seinen Fragen uns zu den Antworten führen will. Und die sind in der Regel viel einfacher
als das ganze Gerede und Gewese unserer Zeit. Es lohnt, danach zu suchen, denn ohne den Tropfen Wasser im Meer würde einer fehlen, und ohne das Körnchen Sand wäre der Strand ärmer. Egal wie, wir sind wertvoll, und so sollen wir leben, geleitet von unserem Gott und beschenkt mit allem, was wir brauchen, um zufrieden und dankbar unsere Zeit zu bestehen. Amen. Lassen Sie uns beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.